Kila, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda im Pathfinder-Büro. Es muss schön sein, all seine Erfolge so vor sich zu sehen. Wir wollten ja noch mit Cora sprechen, während wir uns hier weiter umsehen wollten. Und da machen wir das doch schon mal. Ist bestimmt auch nicht so einfach, weil das wäre ja eigentlich ihr Büro gewesen. Die Stimmung auf der Nexus hat sich seit EOS völlig verändert. Das kann man wirklich spüren. Ein neuer Außenposten, Hilfe durch einen Pathfinder, Menschen wachen auf. Es ist ein Neubeginn. Alle guten Dinge sind drei? Achso, Außenposten, Hilfe durch einen Pathfinder, Menschen wachen auf. Aller guten Dinge sind drei, wenn man einen Pathfinder dabei hat. Aber auf das Glück ist nicht immer Verlass. Ab jetzt ist es harte Arbeit. Aber es tut verdammt gut, wenn man weiß, dass man auf dem richtigen Weg ist. Okay, da dachte ich, da käme ein bisschen mehr dabei rum. Das Datenpad haben wir schon gelesen. Dann bleibt uns eigentlich ja nur noch mit Direktor Ten zu sprechen. Ja, da oben sehen wir die EOS-Bilder. Ich schätze, das hier ist jetzt Ihr Platz. Alles, was wir erreichen, wird hier zu sehen sein. Ich weiß nicht, sie kommt mir so ein bisschen passiv-aggressiv vor, wenn ich ehrlich bin. Wir haben doch massenhaft Ausrüstung mitgenommen. Und die Messungen der Tempest helfen uns auch weiter. Dennoch haben wir bisher gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Oh, ich will nicht, dass es später in den Geschichtsbüchern heißt, die Initiative hätte vor einer Weltraumwolke kapituliert. Manche Dinge sind nun mal größer als wir. Diese Ausrede lasse ich nicht gelten. Es geht hier um Wissenschaft. Und Sie da drüben schimpfen sich doch Wissenschaftler, oder? Also finden Sie es raus. Bis bald, Direktor. Oh Mann. Was für ein Arschloch. Ihr Start war vielversprechend. Ich habe ernst gemeint, was ich gesagt habe. Sie sind jetzt ein Symbol für die Hoffnung, dass die Dinge besser werden. Aber ich mache mir Sorgen über dieses Terraforming-Netzwerk. Was wissen wir schon wirklich darüber? Es ist anders als alles, was wir je gesehen haben. Jemand muss große Pläne mit diesem Cluster gehabt haben. Aber wer? Das wissen wir noch nicht. Aber zumindest sind wir schon mal auf seiner Spur. Haben Sie noch weitere Anliegen? Die Mordanklage Nilken. Ja, wir wollten ja mit ihm über die Verurteilung sprechen. Direktor, ich habe diesen Mord untersucht. Nilken hat es nicht getan, aber es gibt Beweise, dass er es vorhatte. Ach, wie bedauerlich. Wir versuchen den Leuten ein Gefühl von Stabilität zu vermitteln. Ihnen zu zeigen, dass sie sich auf unsere Führung verlassen können. Außerdem legen wir die Basis für ein Rechtssystem hier in Andromeda. Und nun das. Ein verurteilter Mörder, der den Mord nicht begangen hat. Ich fühle mit Ihnen sicherlich nicht. Sicherlich verbrüde ich mich nicht mit dem. Ja, Gerechtigkeit ist kompliziert, das stimmt. Solche Dinge sind nur selten einfach schwarz und weiß. Das ist mir bewusst. Wenn wir die Beweise zurückhalten und das Urteil bestehen lassen, verbannen wir einen Mann für ein Verbrechen, das er technisch gesehen nicht begangen hat. Heben wir das Urteil auf, schenken wir einem Mann die Freiheit, der die Dinge selbst in die Hand nehmen wollte und es dann vertuscht hat. Ihre Nachforschungen haben die Angelegenheit verkompliziert. Also sollten Sie auch die Verantwortung für Ihren Ausgang tragen. Verbannen wir ihn wegen Mordes? Oh. Das ist echt schwer. Technisch gesehen hat er ihn nicht ermordet. Aber er hat es vorgehabt. Das heißt, wenn nicht ein Cat ihm zuvor gekommen wäre, hätte er ihn ermordet. Aber technisch gesehen hat er ihn nicht ermordet. Oh, shit. Können wir nicht irgendwas anderes? Ich hätte nicht gerne nur die Auswahl zwischen verbannen Sie ihn und lassen Sie ihn frei. Oh je. Wir können ihn nicht wegen Mordes verbannen. Wir können ihn wegen versuchten Mordes verbannen. Aber ihn freilassen will ich eigentlich auch nicht.
Oh Mann, das ist schwer. Ich möchte mich nicht entscheiden. Überlegen wir mal, wieso er ihn umbringen wollte. Er wollte ihn umbringen, weil er der Meinung war, dass das Ganze ein Himmelsfahrtskommando ist und er sich nicht opfern wollte. Ich lasse ihn frei. Was soll's. Ich kann ihn nicht wegen Mordes verbannen, weil er hat keinen Mord begangen. Wenn, hat er versucht, einen Mord begangen, aber diese Aussage steckt da ja nicht drin. Da unten herrschte das reinste Chaos. Es ging um Leben und Tod. Aber sein Schuss hat Reynolds nicht getötet. Wir müssen ihn gehen lassen. Sie sind ein äußerst sachlicher Mensch. Ich hoffe nur, wir werden es nicht bereuen. Aber gut, damit wäre es entschieden. Er wird für seine Rolle in diesem Chaos gemeinnützige Arbeit leisten. Aber er ist ein freier Mann. Zumindest können wir diese unangenehme Angelegenheit jetzt hinter uns lassen. Ja, das finde ich doch okay mit dieser gemeinnützigen Arbeit. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nee, sonst hätten wir alles. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Nichts zu danken. Was haben wir denn jetzt hier noch für Missionen? Das ist... Mit Addison und ihrem Assistenten über Ditos neuen Einsatz sprechen. Und neue Leute, glaube ich, können wir aufwecken. Ja, das ist dasselbe. Warum haben wir das denn vorhin nicht schon gemacht? Da waren wir doch schon gewesen. Bitte informieren Sie Direktor Tang über Ihren Status. Legen Sie ein gutes Wort für uns ein. Die spricht mit sich selbst. Scheint die nicht gut zu bekommen, dass sie kein Pathfinder geworden ist. Wer ist denn das hier eigentlich? Hallo, Pathfinder. Achso, das ist sozusagen die Sekretärin, die hier wartet. Gut, dann sprechen wir jetzt mal mit Addison über diese Lito, die wir aus der Kryostase holen sollen. Ich weiß gar nicht mehr, was die genau konnte. Hallo, Pathfinder. Ach, wir können so eine ganze Menge neue Sachen fragen. Wie läuft's mit der Lebensfähigkeit? Mühsam. Ich muss Sie wohl nicht daran erinnern, dass Lebensfähigkeit keine abstrakte Größe ist. Es geht um Leben. Darum, hier Fuß zu fassen. Gehen Sie da raus, Ryder. Erfüllen Sie Ihre Aufgabe. Wir sterben. Spenders Loyalität. Ja, die arbeiten ja recht eng zusammen, die beiden. Ich habe nachgeforscht und es gibt da ernsthafte Bedenken wegen Spender. Und was hat das mit Ihrem Job als Pathfinder zu tun? Es hat etwas mit Ihrem Job zu tun. 3, 4, 5. Genau. Oh mein Gott. Ich habe 1,5 Jahre lang alles erledigt, obwohl ich nichts hatte. 1000 Leute saßen mir ständig im Nacken. Spender mag ein Scheißkerl sein, aber er hilft mir. Falls Sie also Anschuldigungen vorzubringen haben, Pathfinder, sollten Sie gesichert sein. Ich lasse durchaus Leute fallen wie heiße Kartoffeln, aber nicht aufgrund eines Verdachts. Dafür haben wir nicht genug Leute. Also sie wird mir immer unsympathischer, muss ich ehrlich gestehen. Die hat irgendein Problem, hat die. Eventuell ist sie einfach nur frustriert wegen der ganzen Situation, aber trotzdem. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal im Auge behalten. Wie hat die Nexus auf unsere neue Ansiedlung reagiert? Wir schicken die Leute an den Ort, den sie uns nennen, weil sie dort gebraucht werden. Wir können keine Rücksicht auf spezielle Vorlieben nehmen. Okay, also. Ich habe Informationen über einen bestimmten Schläfer, den ich gerne aus dem Kälteschlaf holen würde. Ich würde das gerne vermeiden. Und ich habe dafür Gründe. Gründe? Ist das alles? Hören Sie, Sie sind der Pathfinder. Wenn Sie eine Anfrage für Ihr erweitertes Team haben, können Sie die einreichen. Greifen Sie über Breckers Konsole auf die Daten der Schläfer zu. Mich geht das nichts an. Solange daraus kein Problem für mich erwächst. Ist das klar? Mann, ist das eine Zicke. Müssen wir mit ihm auch nochmal sprechen? Pathfinder, der ALP-Aufstieg wird gemäß Ihren Anweisungen fortgesetzt. Und natürlich bleibt das Interface für etwaige künftige Anpassungen zugänglich. Protokolle und Prozesse sind was Feines. Jetzt leben wir. Ah ja, wir können ihn tatsächlich ausfragen. Wieso sind Sie bei der Initiative? Ich war Lehrer. Ein gutes Leben.
Ich habe bis zum Schluss die Vor- und Nachteile gesehen. Sie haben sie abgewogen und gesagt, auf nach Andromeda. Nein, es gefiel mir nur nicht, dass ich das Ende sehen konnte. Hier habe ich keine Ahnung, was morgen sein wird. Das gibt mir eher das Gefühl, dass ich lebe. Okay. What the fuck? Also irgendwie ist das hier auch noch so ein bisschen verbuggt. Die Grund... Ach, wenn wir das auswählen, kommen wir in das... ach so. Okay. Gut, dann schauen wir mal, wo diese... Nee, die bekommen wir hier aber gar nicht angezeigt, kann das sein? Vielleicht müssen wir das doch mit ihm besprechen, mit dieser Lito. Wie ist Ihrer Ansicht nach der Status der Initiative? Bitte befragen Sie dazu das ALP-Interface. Es verfügt über eine detaillierte Auflistung Ihrer Fortschritte. Und Ihre persönliche Meinung? Ihr Fortschritt ist aufregend. Ich fordere Sie dazu heraus, meinen Job überflüssig zu machen, Pathfinder. Gut, dann jetzt. Ich möchte eine bestimmte Person aus dem Kälteschlaf holen. Name und Kennzeichnung, falls verfügbar. Das ist alles? Sie machen's einfach? In meiner Stellenbeschreibung steht nichts von Diskussionen mit dem Pathfinder. Aber natürlich zeichne ich sämtliche Interaktionen auf. Falls etwas, das Sie verlangen, zu Problemen führt, ist damit eindeutig, dass Sie verantwortlich sind. An Lito kann ich mich erinnern. Wer Technikerin Darke Tyrion ist, weiß ich nicht mehr. Aber gut, fangen wir mal mit der Chefingenieurin an. Ich habe gehört, dass die Chefingenieurin auf Eos zurück in den Kälteschlaf gegangen ist. Wir hatten einige Anfragen dieser Art. Die ersten Monate in Helios waren entmutigend. Jetzt, wo Prodromos wieder auf Kurs ist, will ich sie zurück im Einsatz. Chefingenieurin Grace Lito, Kennzeichnung E97 Durango. Einsatz erfolgt in Kürze. Sonst noch etwas, Pathfinder? Kolonisten-ID-Kennzeichnung. Warum haben einige Kolonisten eine Kennzeichnung aus Zahlen und Buchstaben? Die haben alle Mitglieder der Initiative. Zumindest irgendwo in der Datei mit ihrem Lebenslauf. Sie ist aber nicht relevant, wenn sämtliche Aufgaben von allen erledigt werden. Es ist ungefähr so wie bei einem zweiten Vornamen. Kennen Sie Ihre Kennzeichnung nicht? Keine. Nein. Soll es uns mal sagen? Vielleicht wird es ja noch wichtig. Ich wusste nicht mal, dass ich eine habe. Sie waren in erlesener Gesellschaft schon bevor Sie zum Pathfinder ernannt wurden. Sarah Ryder, Pathfinder. Spezialistenkennzeichnung. A03 Malapa. Was Interessantes? Ein A und niedrige Null. Da ist jemand schon von Anfang an dabei. Stimmt. Also wenn das sozusagen chronologisch und so weiter funktioniert, dann sind wir sogar ziemlich von Anfang dabei. Ich möchte eine bestimmte Person... So, jetzt fragen wir nochmal nach diesem Techniker. Name und Kennzeichnung, falls verfügbar. Die Sache bleibt unter uns. Hier sind die Infos. Einsatz erfolgt in Kürze. Sonst noch etwas, Pathfinder? Wenn ich mich jetzt noch... Also das war jetzt irgendwie geheimnisvoll. Wenn ich mich jetzt noch daran erinnern könnte, wer dieser Techniker war. Naja gut, okay, das hätten wir erledigt. Sonst noch was hier? Nee. Dann Kommandozentrale haben wir auch nichts mehr. Ja gut, da unten ist natürlich die Bahnstation. Dann gehen wir mal auf die Bahnstation. Da bekommen wir ja nach Prodromos zurückkehren. Nee, das machen wir jetzt aber erstmal noch nicht. Wir gehen mal zur Bahnstation. Da bekommen wir mit Sicherheit die nächste Mission angezeigt, die wir so auf der Nexus noch haben. Oder auch nicht. Dann müssen wir selber schauen. Wo waren sie denn? Nee. Helios Nexus. Die Gleichung im Sam-Kern aus der Arche, auf der Arche Hyperion berechnen lassen und Informationen über Gegner sammeln. Na, da haben wir nichts mehr, zusätzliche Aufgaben. Empfänger auf Eos aufstellen.
im Atrium der Hypera nach Vorräten suchen. Wo ist denn das Atrium? Schauen wir gleich. Das sind die anderen Stationen der Forscherin finden. Auf Karis nächstes Interview. Nach Prodromus zurückkehren. Das sind die Scan-Geschichten. Wissenschaftler finden. Den Pathfinder-Brustpanzer. Gut, dann wo war jetzt das mit... Hier, dann wählen wir das mal aus. Aha, da müssen wir aufs Habitationsdeck zurück. Gehen wir mal schnell. Ich glaube, ich erinnere mich, wir sollten aber auch auf die Kryostation nochmal. Der Wissenschaftler oder der Doktor hätte da eine Möglichkeit gefunden, mit unserem Bruder zu kommunizieren. Aha. Na, wir sind noch weit weg, glaube ich. Oh, wütende Frau. Da reden. Oha. Hey, Pathfinder. Ich habe Ihnen was zu sagen. Gibt's ein Problem? Ihr Vater ist mein Problem. Er ist unser aller Problem. Wir bezahlen alle für Alec Ryders Ego. Er hat Jean Garstons Vertrauensseligkeit ausgenutzt und uns an diesen gottverlassenen Ort verfrachtet. Jetzt ist sie tot und wir werden ihr alle bald folgen. Ja, mein Vater ist auch tot. Und weiter? Hey, mein Dad ist für diesen Traum gestorben. Er hat versucht, die Sache für uns alle wieder in Ordnung zu bringen. Toller Traum. Von wegen in Ordnung gebracht. Fahren Sie zur Hölle, Pathfinder. Oha. Das ist aber nicht cool. So, hier müsste es irgendwo sein. Hopfen. Proben von Hopfenarten, die auf der Erde angebaut wurden, mitgebracht aus der Milchstraße. Ach so, das war ja für den Barkeeper, sollten wir das scannen, damit er neue Drinks herstellen kann. Eine Aufgabe, die des Pathfinders würdig ist, würde ich sagen. Dann gehen wir noch mal. Da war der Sam-Kern. Ob wir jetzt im Büro unseres Vaters irgendwas Neues finden? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Nee. M-m. Dazu müssen wir wahrscheinlich erst die nächste Erinnerung freischalten. So, dann darfst du rechnen, Sam. Willkommen zurück, Sarah. Ich habe eine Gleichung für dich. Dr. Aridana aus dem Tech-Labor hat ein paar Gleichungen gesendet, die du lösen sollst. Ich bin bereit. Übertragung läuft. Viel Spaß damit. Hey, was zum... Sam? Schadcode entdeckt. Bitte warten. Na super. Sam? Versuche, Schadcode zu deaktivieren. Bitte warten. Kann ich irgendwas tun? Sam? Ist das eine weitere Fehlfunktion oder... Sam? Versuchst du mir irgendwas zu zeigen? Aha, okay. Der rennt hier hin. Und hierhin? Okay, ich glaube, ich hab's. Ja, das habe ich doch jetzt gemacht. Ist das Alec Ryder, den wir hier sehen? Ja, das haben wir doch gemacht. Ich kann auch nichts anderes machen. Vielleicht müssen wir was scannen. Ja. Fehler 7737, keine Verbindung zu Sam-Kern. Achso, vielleicht hätten wir es in der Reihenfolge scannen müssen. Nee. Bitte lass das jetzt nicht schon wieder ein Bug sein. Hm, keine Ahnung. Wir kommen auch nicht mehr raus. Ich glaube, ich hab's. Sam, rede mit mir. Hallo Pathfinder. Bitte initialisieren Sie die Konsole, um den normalen Betrieb wiederherzustellen.
Ja, ich hatte... War offensichtlich wieder ein Bug. Ich habe es jetzt einfach nochmal neu gestartet, habe mal zuerst gescannt und dann ging's. Was soll's. Sam, was ist passiert? Die Gleichungen enthielten einen Trojaner, ein Virus, mit dem direkten Ziel, unsere Verbindung zu trennen und mich hilflos zu machen. Eine Wiederherstellung der Verbindung wäre nicht möglich gewesen. Hat es wehgetan? Ich glaube nicht, dass er Schmerz empfinden kann. Um so ein Virus herzustellen, wäre ein erstklassiger KI-Programmierer erforderlich. Ja, nur meine einzigartigen Anpassungen haben permanente Schäden verhindert. Entriegle die Tür. Wir müssen ins Tech-Labor. Mal sehen, was Dr. Aridana dazu sagt. Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das von ihr gestammt hat. Willkommen zurück, Sarah. Okay. Zu sagen hat er nichts. Das war vorerst alles. Natürlich. Wie gesagt, ich glaube eigentlich nicht, dass das von Dr. Aridana ausging, sondern eventuell hat ihr jemand diesen Code, ja, ich glaube, sie hat sogar gesagt, dass sie den irgendwo gefunden oder, ja, mehr oder weniger gefunden hat. Ich glaube nicht, dass das von ihr wirklich ausgegangen ist. Lani was Neues zu sagen hat? Pathfinder? Nee. Da oben steht auch immer noch unsere... Pilotin, also nicht Pilotin, Captain. Ryder, haben die neuen Anführer der Station sie also endlich gehen lassen? Sieht so aus. Hat ja auch lange genug gedauert. Kolonisten aufwecken können. Werden sie die Leute auf der Hyperion aus der Stase holen? Das ist mein Job, ja. Wir beschränken uns allerdings vorerst auf bestimmte Personengruppen, die der Nexus helfen können, wieder auf die Beine zu kommen. Da wir inzwischen jedoch mit der Errichtung von Außenposten beginnen, werden wir schon bald weitere aufwecken können. Auch irgendwie so ein bisschen... Danke für Ihre Zeit. Also ich meine, ich verstehe den Sinn dahinter, aber so ein bisschen gruselig, dass man Prioritäten macht, wen man wann aufweckt. Also wenn man eine geringe Priorität hat, kann das sein, dass man noch die nächsten 100 Jahre da schön in der Kryostase verbringt. Auf der anderen Seite, ob es jetzt 600 oder 700 Jahre sind, ist wahrscheinlich vom Gefühl her, macht das wahrscheinlich nicht viel aus. So, dann hätte ich jetzt eigentlich mehr Lust, noch auf die Kryostation zu gehen, bevor wir nochmal zurück zu Dr. Aridana und so weiter fahren, um zu gucken, was da mit unserem Bruder ist. Wir wirklich jetzt mit ihm sprechen können, das wär, oder kommunizieren, sprechen, da werden wir wahrscheinlich werden, nicht können. Benötigt die Initiative dringend Blut, Gewebe und DNA. Mögliche Spender werden gebeten, sich an einen Arzt zu wenden. Ein Freund von mir war auf das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Bislang hat niemand etwas von den Salarianern gehört. Ihre Arche wird vermisst. Wie kann das sein? Es ist vieles schiefgelaufen. Aber wir haben da draußen einen Pathfinder, der nach ihr sucht. So wow. Sieht's Vielleicht aus. Vielleicht sollten sie mich wieder einfrieren. Wir bekommen hier tatsächlich eine Quest auch angezeigt. Die hat aber nichts damit zu tun. Das ist nicht gut. Verdammte Exilanten. Einem Arzt. Hey, Pathfinder. Heute war kein guter Tag. Warum nicht? Eine große Lieferung medizinischer Vorräte für Prodromos wurde von diesen verdammten Exilanten abgefangen. Späher haben bestätigt, dass sie die Vorräte unter ihren eigenen Außenposten aufgeteilt haben. Okay. Exilanten bleiben Exilanten. Wir kümmern uns natürlich drum. Ich werde mich darum bemühen, sie zurückzuholen. Das wäre großartig. Danke. Sollten Ihnen diese Arschlöcher begegnen, können Sie alles wieder in Ordnung bringen. Eine Razzia bei den Exilanten. Gut, im nächsten Part werden wir dann mit Dr. Carlyle sprechen und mal schauen, ob wir wirklich mit unserem Bruder Kontakt aufnehmen können. Das wäre natürlich echt richtig cool. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann. Ciao.